schönen guten Abend bei Skobel, meine Damen und Herren. Die Pubertät ist eine Zeit des massiven Umbaus unseres Gehirns und der ersten Erfahrungen von Rausch. Damit einhergeht, und das ist ja das Thema unserer Dreisat-Philosophiewoche, eine häufig romantische Form der Sehnsucht, die sich bis ins Erwachsenenalter hält. Neben dem Alkohol als legale Form des Rausches ist die vermutlich am weitesten verbreitete Rauschform die des Verliebens. Wer sich verliebt ist, findet sich in einer veränderten Welt wieder. Er gerät, wie Robert Musil das mal formulierte, mitten ins Herz der Welt und hat dabei das Gefühl, Mystisches zu erleben und in angenehmen, drogenähnlichen Zuständen zu schweben. Was macht eigentlich diesen massiven Unterschied zwischen einem normalen Alltagsbewusstsein und dem veränderten Erleben aus, das sich beispielsweise durch die Einnahme psychoaktiver Drogen einstellt? Es sieht so aus, als hinge unsere gesamte Alltagswirklichkeit an einem sehr dünnen biochemischen Faden, den ein kleiner Pilz oder eine geringe Dosis LSD mühelos durchtrennt. Einige Veränderungen im Filtersystem unseres Wahrnehmungsapparates und alles, wir selbst, die gesamte Wirklichkeit um uns herum, wird verändert. Pubertierende Teenager sind geisteskrank, denken viele Eltern. Im Teenagerhirn herrscht ein heilloses Chaos. Das bestätigen Neurowissenschaftler. Die neuronalen Netzwerke formieren sich neu. Teile des präfrontalen Kortex, verantwortlich für planvolles Handeln und Risikoabschätzung, scheinen wegen Umbau geschlossen. Sexualhormone fluten den Körper und vernebeln den Geist. Die erste Verzweiflung, der erste Rausch, die erste Liebe. Jugend ist eine Droge auf der Suche nach anderen Wirklichkeiten. Wer bin ich? Wer bist du? Wer sind wir? Aber was ist eigentlich Wirklichkeit? Nichts weiter als Hirnkino? Entspricht das draußen der Welt in mir oder ist alles nur Wille und Vorstellung? Ist der Mond noch da, auch wenn ich ihn nicht sehe? Ist er nicht ohnehin nur eine Wellenfunktion, wie manche Physiker glauben? Der Mond. Was ist Wirklichkeit? Gibt es überhaupt eine Antwort? Die Neurowissenschaften suchen im Kopf nach der Wirklichkeit. Wer inszeniert den Film, den wir sehen? Es heißt, 11 Millionen Sinneseindrücke fluten pro Sekunde unser Gehirn. Doch nur 40 können gleichzeitig verarbeitet werden. Aus dem Chaos konstruiert das Gehirn das Muster, das wir Wirklichkeit nennen. Der Thalamus, ein Areal im Zwischenhirn mit starken Verbindungen zur Großhirnrinde, ist das Tor zum Bewusstsein und hat die Rolle eines Filters für äußere und innere sensorische Reize. Die große Sortiermaschine, wo Wichtiges und Unwichtiges getrennt wird. Jeder Reiz wird mit gemachter Erfahrung verglichen. So werden die Welt und die anderen konstruiert und damit abgegrenzt vom eigenen Selbst. Ich, die anderen. Die ganze Welt. Jeder lebt in einer eigenen Wirklichkeit. Der subjektive Blick ist abhängig von einem Gleichgewicht körpereigener Drogen. Sie sind antriebssteigernd, schmerzstillend, beruhigend, sexuell anregend, machen müde oder euphorisieren. Winzige Mengen von Substanzen sorgen für das Gleichgewicht der Welt. Zu viel oder zu wenig und die Welt gerät aus den Fugen. Das war traurig. Das war total schön. Ich habe manchmal Angst. Wie anfällig unsere Wirklichkeit ist, zeigen halluzinogene Substanzen. Winzige Mengen und Wirklichkeit zerfällt, macht Platz für andere Wirklichkeiten. Das Filtersystem wird geöffnet und das Gehirn überflutet mit inneren und äußeren Wahrnehmungsreizen. Die Grenze zwischen Ich und den anderen und der Welt verschwimmt. Zeit und Raum werden entkoppelt. Perspektiven und Bedeutungen wandeln sich grundlegend. Hab ich das nur geträumt? Gibt es verschiedene Wirklichkeiten? Entsteht die Welt nur in meinem Kopf? Das Ich und die Wahrnehmung sind sensible Konstruktionen. Ein Spiel mit der Wirklichkeit ist ein Spiel mit dem Feuer. Es heißt, manche sind nicht zurückgekehrt. Es heißt aber auch, wir erleben nur einen kleinen Teil des Ganzen in unserer begrenzten Wirklichkeit. Und das macht neugierig. Dann stelle ich Ihnen mal die heutigen Gäste in unserer begrenzten Wirklichkeit vor. Andrea Blätter, schönen guten Abend.
promovierte Ethnologin und Diplompsychologin. Sie arbeiten am Institut für Ethnologie und als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung, beides in Hamburg. Zu ihren Arbeitsschwerpunkten zählen unter anderem interkulturelle Drogenforschung und die indigenen Kulturen Nordamerikas. Dann begrüße ich Franz Vollenweider. Schönen guten Abend. Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Sie forschen als Professor für Psychiatrie an der Medizinischen Fakultät der Universität Zürich und leiten die Forschungsgruppe Neuropsychopharmacology and Brain Imaging und außerdem das Hefter Research Center für Bewusstseinsstudien. Und ich begrüße Rolf Ferres. Guten Abend. Hallo. Psychologe und Facharzt für psychotherapeutische Medizin. Sie lehren und forschen als Professor und ärztlicher Direktor des Instituts für medizinische Psychologie am Universitätsklinikum Heidelberg, waren mal Vizepräsident des Europäischen Kollegiums für Bewusstseinsstudien und sind Herausgeber dieses Buches hier, in dem auch Franz Vollenweider und andere führende Wissenschaftler des Feldes veröffentlicht haben, vielleicht das derzeit beste Buch zu diesem Thema überhaupt, Therapie mit psychoaktiven Substanzen, Praxis und Kritik der Psychotherapie mit LSD, Psilocybin und MDMA. Wir haben eben am Ende des Films gehört, verschiedene Wirklichkeiten. Wenn wir diese Möglichkeiten haben, verschiedene Wirklichkeiten zu erfahren, muss das ja aus irgendeinem Grund biologisch, evolutionsgeschichtlich in uns angelegt sein. Haben Sie eine Idee, warum? Ich glaube ja, unser Bewusstsein ist sowieso ständig im Wandel betreffend. Wir haben einerseits das Wachbewusstsein, den Schlaf, den Traum und dann gibt es da noch so Zwischenstadien im ganzen Normalbewusstsein. Aber vielen Leuten reicht es auch nicht. Die brauchen dann nochmal Meditation oder andere Arten Ekstase, dann tanzen sie ganz wild. Also dieser Wandel von Bewusstsein, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache. Das kann nicht immer gleich bleiben, sondern Bewusstsein wandelt sich immer so ein bisschen sowieso. Und für einige ist es eben wichtig, das noch weiter auszureizen. Aber wieso hat es die Natur so angelegt? Also wir finden ja die Rezeptoren im gesamten Körper. Ich finde eigentlich den Begriff der Seele auch ganz passend hier. Es geht ja nicht nur um Bewusstsein. Ja? Also das Seelenleben von Menschen ist niemals begrenzt. Also wir funktionieren ja nicht einfach nur in der Auseinandersetzung mit irgendwelchen Hard Facts, also mit dem Tisch oder so, sondern das Seelenleben hat irgendwie ein Eigenleben und ist frei. Ja? Die Gedanken sind frei, das Seelenleben ist frei, das Gefühlsleben ist frei. Was wir natürlich so im Alltag ein bisschen vergessen. Also so die normierte Alltagswirklichkeit läuft ja eher in eine andere Richtung. Ja, würde klar, ich jetzt mal aus Eigenerfahrung. Das ist völlig auch richtig. Das ist vielleicht ja gerade der Grund, warum viele Menschen da raus wollen und warum es die Musik gibt. Es gibt ja nicht nur die psychoaktiven Substanzen, über die wir heute reden wollen. Es gibt ja auch viele andere Möglichkeiten der Bewusstseinsveränderung. Das Tanzen, die Musik, der Rhythmus, die Meditation, vieles anderes. Aber das Klettern. Ein Vorteil von den psychoaktiven Stoffen, gibt ja sehr verschiedene, kommen wir ja noch drauf im Laufe der Sendung, ist ja, dass die Wirkung relativ schnell einsetzt. Wenn ich zum Beispiel Musik mache, muss ich ja lange üben und so ein Instrument erstmal können, bevor es richtig Spaß macht. Vorher klingt es grausam. So werfe ich eine Substanz ein, warte, keine Ahnung, Viertelstunde, 20 Minuten und habe, wenn es gut geht, den Effekt eines wirklich entgrenzten ozeanischen Gefühls. Es kann ein Genuss sein und sehr, sehr entgrenzt sein, verbunden mit dem Universum, was die Leute so berichten. Aber es ist vielleicht nicht so belohnenswert, wenn sie es so schnell einwerfen. So. Mhm. Instant Mysticism, so wie ein Nescafé, sich das einverleiben, ist nicht vielleicht die gleiche Belohnung, wie wenn Sie es etwas erarbeiten oder vielleicht kombinieren mit der Meditation und irgendwelchen schamanischen Praxen. Also das wäre natürlich auch ein Ansatz. Und ich denke, das Gehirn will sich auch erholen in diesen Zuständen, weil ich denke, evolutionär ist das Verbundensein mit der Umwelt viel älter als das rationale Abgrenzen. Das ist ein neuer Modus im Gehirn. Das ist völlig ein paar Billionen Jahre alt, aber das andere ist viel älter. Das bringt die Evolution mit, das Eingebettetsein, das in Homöostase sein, im Gleichgewicht mit allem und vielleicht sich auch nicht alles bewusst sein, sondern man ist im Fluss und muss nicht alles dauernd reflektieren und wieder beobachten und kontrollieren. Das ist ein Gegengleichgewicht zur Kontrolle, dass die Lust im Aufgehen. Leuchtet mir total ein, korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist, aber das Interessante ist doch, dass bei einem Stoff wie LSD ausgerechnet dieser neuere Teil, also dieser präfrontale Teil, so aktiv ist.
der ist ja nur sehr aktiv um die Realitäten, in der wir jetzt stecken. Ich sehe sie, ich sehe Herrn Veres, ich weiß, wer er ist. Das Stirnhirn, das Frontalhirn hilft mir, das zu beurteilen, zu bewerten, zusammen mit anderen archaischen Systemen. Aber das Stirnhirn wird unter LSD oder Psilocybin, diesen Magic Mushrooms, überaktiv, um aus der Fülle der Bilderflut noch einen Sinn zu machen. Das heißt nicht, dass das der Wunsch ist, dass wir uns dorthin bewegen, alles wieder mit Sinn zu erfüllen, sondern wir sollten den Sinn sein. Ich will den Unterschied machen, die Welt erklären zu müssen und die Welt sein, in der Welt so sein, die Istigkeit, also des Mystikers wieder zu erleben, im Gegensatz mit Konstrukten umzugehen und die Welt zu bewerten. Sie haben beide die Beziehung zwischen dem einzelnen Menschen und der umgebenden Natur ja sehr stark angesprochen. Und da finde ich folgende Gedanken noch hochinteressant. Psychoaktive Substanzen spielen ja nicht nur eine Rolle, indem man sie als Mensch kauft und einwirft, sondern besonders staunenswert finde ich die Tatsache, dass es die ja schon gibt, bevor es Menschen gab. Ja. Also wo kommt denn das her? Wer kam denn auf die Idee, also Pflanzen zu erfinden, die da einfach so wachsen und in der Lage sind, unser Bewusstsein zu verändern? Also, das sagen ja die alten Kulturen, die sprechen ja von den Pflanzen der Götter, die eben die Menschen in Bewusstseins Weisen führen können, wo man eben auch in ganz andere Wahrnehmungswelten kommt. Eben in welchen, die man als religiös oder spirituell empfinden kann. Ich denke ja, das findet auch ganz viel so eine Dekonditionalisierung an, statt, wo man auf einmal so die normalen Wege der Wahrnehmung, auch wie man Sachen interpretiert, vergisst. Und das ist jetzt erstmal vielleicht ganz wild, aber man kann dadurch hinterher auch wieder ganz neue Perspektiven finden, dass man so die gängigen Bahnen mal so ganz verlassen hat. Wenn Sie damit experimentieren, gibt es da nicht ein Problem, ich bin jetzt noch auf der technischen Ebene, wir kommen gleich auf die Ebene Schamanen und so weiter, kommen wir gleich nochmal. Gibt es da nicht ein Problem, diese Daten zu reproduzieren? Weil selbst wenn sie dieselben Mengen haben, also ich kann mir vorstellen, wenn ich in einer unterschiedlichen Verfassung bin, reagiere ich einfach anders. Absolut, ja. Also wie schaffen Sie das, die Daten einigermaßen reproduzierbar zu haben? Also wenn man natürlich experimentell klinisch-medizinisch forscht, dann braucht man ein großes Sample. Also man braucht sehr viele Probanden unter gleichen Bedingungen und studiert dann eben gerade, was bringt er mit, was sind die Persönlichkeitsmerkmale, die solches Erleben mitgestalten. Vielleicht heute, was sind die genetischen Make-ups, die eben auch einen Einfluss haben bei jedem Menschen, was war die Vorerfahrung, wie gut ist er emotional stabil und so weiter. Wir haben viele Faktoren gesehen, die eben helfen, eine positive Erfahrung zu machen und andere, sagen wir mal, Typologien oder was man mitbringt, führen eher in eine negative Erfahrung. Kann man denn vorher sagen, also das wird sozusagen ein Trip in einen entgrenzten ozeanischen Zustand und das wird mehr diese angstvolle Ich-Auflösung und ein Angstzustand, das was man dann Horrortrip nennt? Also das Wichtigste ist die Dosierung. Wenn man genau weiß, was man gibt, und wir haben viele Studien gemacht, kleine Dosen immer etwas gesteigert und man findet die Grenze, wo es noch wirklich angenehm ist und man überschreitet dann eine Grenze. Und in der Medizin weiß man natürlich Dosieren ganz genau. Dann eben die Persönlichkeitsfaktoren kann man herausschälen mit psychometrischen Messverfahren. Wir können die Probanden vermessen und dann können wir schauen, der eignet sich, der würde sich nicht eignen, nehmen wir lieber nicht. So gehen wir vor. Von der Kulturwissenschaft würde man auch sagen, Set und Setting spielen da eine ganz wichtige Rolle. Also Setting, die Umgebung, es ist eine gute Umgebung und eine schöne, wo man sich wohlfühlen kann, wo man sich sicher fühlt vielleicht. Und der Set, was im Kopf schon davor gegeben ist. Wie man mit welcher Haltung man daran geht. Wie man daran kann. Und die Dosis. Ja, das hat der Herr Freund gerade gesagt. Nebenwirkungen hängen natürlich auch sehr stark von den Dosis. Und natürlich die Vorbereitung, Betreuung. Sie wissen, bei uns jetzt im Experiment, das ist alles geregelt, das ist regelhaft, ich bin aufgehoben, ich bin medizinisch betreut. Ist ein anderes Setting als, wenn ich das irgendwo privat mache, nicht weiß, was ich schlucke. Das kommt auch noch dazu. Und, da kommen wir gleich im nächsten Gespräch drauf, richtig, einen Führer, jemanden zu haben, der einen da durchleitet.
Rauscherfahrung und insbesondere die gezielte Einnahme von psychoaktiven, bewusstseinserweiternden Substanzen verbindet etwas sehr Grundlegendes offensichtlich mit unserer Suche nach Glück. Vielleicht sind deshalb Pflanzen und Pilze, die psychoaktive Substanzen enthalten, seit Jahrtausenden Teil von Ritualen und Religionen. Es scheint, als ob psychedelische Drogen wie eine Art von Mikroskop oder Teleskop wirken. Sie zeigen etwas, was da ist, das wir aber sonst ohne Hilfe dieses Instruments nicht sehen, weil es zu weit weg ist beispielsweise. Ohne Zweifel ist das, was man während der Drogenerfahrung wahrnimmt, wirklich, nur eben nicht die Wirklichkeit, die wir aus dem Alltag kennen. Schamanen, Heiler, Psychiater, Neurowissenschaftler, aber auch natürlich Hippies, Freizeitdrogen-User, Psychonauten, leider auch das Militär und die Geheimdienste haben sich dieser Veränderungen des Bewusstseins bedient, wenn auch zum Teil mit völlig unterschiedlichen Zielsetzungen. Während man beim amerikanischen Militär zeitweise davon träumte, feindliche Städte mit LSD zu besprayen oder LSD ins Trinkwasser zu leiten, haben die tatsächlich gedacht, um sie dann leicht übernehmen zu können, war und ist das Ziel von Schamanen und spirituellen Traditionen ein völlig anderes. In den spirituellen Handlungen der amerikanischen Ureinwohner haben Halluzinogene eine lange Tradition. Für die Huichol-Indianer in Mexiko ist der Peyotl-Kaktus ein Geschenk Gottes. Sein Saft wird in einem genau festgelegten Ritus getrunken. Die rauschenden Bilder, die die Tänzer dann sehen, künden von einer anderen Zeit, einer Zeit der Träume. Die Indianer erkennen darin ein Versprechen. Während und am Ende ihres Lebens treten sie so in Kontakt mit den Göttern und Ahnen. Schon die Suche nach dem Peyotl-Kaktus ist eine rituelle Handlung. Die erste Pflanze, die der Schamane findet, wird nicht geerntet, sondern den Göttern geweiht. Im Gebet bittet er die Götter um Beistand für seine Tätigkeit als religiöser Führer. Die chemische Substanz des Kaktus, die den Rausch verursacht, ist das Mescalin. Auch das Psilocybin, psychoaktiver Bestandteil von Pilzen, wird schon im prähistorischen Amerika genutzt. Die Azteken verehrten die Pilze als Fleisch Gottes. Noch heute werden sie gezielt und kontrolliert zur Heilung von Körper und Seele eingesetzt. Der Schamane bewegt sich im Grenzbereich zwischen Heilkunde und Psychotherapie. Eine chemisch dem Psilocybin verwandte Droge wird 1943 im Mutterkorn entdeckt. Der Chemiker Albert Hofmann synthetisiert den Wirkstoff LSD. Im Selbstversuch erlebt er Rauschvisionen, intensives Farbensehen, gesteigertes Hörempfinden, Gestaltwandel. Er hat einen Psychostimulanz von bisher nie gekannter Wirkung gefunden. Und er ist überzeugt, dass man damit psychische Erkrankungen besser verstehen und behandeln kann. In der tiefen psychologischen Forschung findet LSD schnell große Beachtung. Man hat das Gefühl, nach einem LSD-Erlebnis, man müsse das verarbeiten, man kann das einfach nicht drüber hinweggehen. Es ist etwas sehr Ernsthaftes, etwas kein Genuss mehr. Ende der 50er Jahre ist LSD in der Psychiatrie angekommen. Die Pharmafirma Sandoz vertreibt den Wirkstoff weltweit unter dem Namen Delusid und empfiehlt ihn für die unterschiedlichsten Beschwerden. Künstler und Intellektuelle setzen die Substanz zur Kreativitätssteigerung ein. Massenhafte Verbreitung findet LSD aber erst in den 60er Jahren durch die Hippie-Bewegung. Der Harvard-Professor Timothy Leary wird zum Propheten der Bewusstseinserweiterung durch LSD. Er fordert einwerfen, einklinken, aussteigen. They gave me the good lines in the show. Turn on, tune in, drop out. Für die grundlegende Kritik der Hippies an der Gesellschaft sind Drogen wie LSD ein Brandbeschleuniger. Lieber ozeanische Gefühle statt Krieg in Vietnam. Der sakrale, rituell geprägte Gebrauch früherer Zeiten weicht zunehmend einem hedonistischen Konsumverhalten. Die dunkle Seite von Horrortrips und Psychosen lässt sich nur schwer kontrollieren. Ab 1966 setzt ein bald weltweites Verbot von LSD über die WHO ein, das auch die Forschung betrifft. Diese Forschung stand lange schon im Dienste des Militärs. Während des Zweiten Weltkrieges und des Kalten Krieges untersuchten amerikanische und sowjetische Geheimdienste intensiv die Wirkung von Halluzinogenen. In Programmen wie Operation Artischocke oder MK-Ultra setzte der CIA massenhaft Testpersonen ohne deren Wissen unter Drogen. Ziel war es, das Bewusstsein zu manipulieren.
Man wollte Menschen bei Verhören zwingen, die Wahrheit zu sagen und anschließend ihr Gedächtnis wieder löschen. Auch der Einsatz von LSD wurde erforscht. Dabei kam es zu schwersten Gesundheitsschäden, Todesfällen und Selbstmorden. Sogar eine mögliche Leistungssteigerung von Soldaten durch LSD wurde getestet. Mit dem Ergebnis, sie waren nicht mehr in der Lage, in Reih und Glied zu marschieren. Das weitgehende öffentliche Verbot von LSD Ende der 60er Jahre hatte fatale Auswirkungen auf eine vom Militär unabhängige Forschung. Der illegale private Konsum hingegen war nicht kontrollierbar. In den 80er Jahren gewannen LSD und neue synthetische Stoffe als Partydrogen zunehmend an Beliebtheit. Eine rechtliche Grauzone bilden psychoaktive Pilze mit geringem Psilocybin-Gehalt. In manchen Ländern sind kleine oder ungetrocknete Mengen erlaubt. Und die Wissenschaft? Erst Anfang der 90er Jahre wurde die Forschung an halluzinogenen Stoffen wieder aufgenommen. Bis heute hängen diese Studien immer noch von Sondergenehmigungen ab. Es scheint, dass uns da ein Wissen verloren gegangen ist, was lange Zeit da war. Und dann regelrecht, also politisch, fast schon mit militärischer Gewalt abgebrochen wurde. Warum war das so? Ich denke, das hat eigentlich schon mit der christlichen Kirche zu tun gehabt, weil wir wissen, dass eigentlich weltweit solche Kulte existierend haben und auch die entsprechenden Substanzen eigentlich weltweit überall da waren, vielleicht auch in der Arktis, vielleicht nicht, aber sonst überall. Aber mit dem Christentum ist spätestens ganz viel verteufelt worden und auch durch die Kolonisation, durch christliche Europäer, ist es eben in vielen Ländern, wo solche Sachen gang und gäbe waren, rituell, immer weiter abgedrängt worden. Das musste dann geheim gehalten werden, durfte nicht mehr gemacht werden. Was ist das Störende? Was ist das eigentlich Subversive daran? Weil es scheint ja irgendwie was Subversives zu sein, sonst würde man es nicht so massiv bekämpfen. Vielleicht, dass man selber Gotteserfahrung machen kann. Das ist im Christentum ja gar nicht so erwünscht. Und dann vielleicht auch nicht solche, wie sie im Christentum vorgegeben werden. Ich würde jetzt das nicht so sehr aufs Christentum fokussieren, ehrlich gesagt. Also die Länder, in denen die Hippie-Welten stattgefunden haben, hatten auch einen sehr großen Anteil an Christen. Also das ist ja nicht ein Gegensatz. Ja. Also hier die Naturvölker, die psychoaktive Substanzen nehmen und harmlos damit Erfahrungen machen. Und da die bösen Christen, die das bekämpfen. Ich meine jetzt auch gar nicht die bösen Christen. Aber da, wo die Hippies das aufgebracht haben, waren hier aber auch die Regierungen, die es verboten haben. Und das war eben auch suspekt. Hat vielleicht noch andere Gründe. Aber kann man schon sagen, dass mit der Kolonialzeit solche Kulte alle auch ausgemerzt worden. Auf jeden Fall ist das ein ganz interessanter Gedanke, finde ich, den Sie da sagen. Also, dass das, was wir so Gotteserfahrung nennen, in den verschiedenen Religionen ganz unterschiedlich ausgestaltet wird. Und im Christentum haben wir eben diesen Monotheismus, ja, da oben der große Gott, und hier wir kleinen armen Menschlein. Und bei diesen Naturvölkern, die psychoaktive Substanzen nehmen und so mystische Einheitserlebnisse mit dem Göttlichen suchen. Das ist natürlich schon eine prinzipielle Infragestellung dieser monotheistischen Sichtweise, dass da der Gott isolierbar ist, ja unabhängig von uns existiert. Und das ist schon eine Provokation. Das ist auch dokumentiert bei den Spaniern, die eingewandert sind in Amazon, in Mexiko ist das auch gut dokumentiert, dass die Indianer dort diese Pilze essen und ausschweifend sind. Also einerseits sind sie mit Gott und dem Teufel, aber andererseits hauen sie über die Schnur. Also sie gehen außer sich, oder? Und das muss natürlich geregelt werden und die Droge musste verboten werden. Es gibt auch einige Kodex, die das geregelt haben. Dann. Und die Spanier ja auch mit Stumpf und Stiel dann diese Inka-Kulturen auszurotten versucht auch, haben. Auch die Hexenkulte, das sind ja auch psychedelische Kulte gewesen. Wie kann man es denn vernünftig, also über den medizinischen Einsatz sprechen wir noch in der nächsten Runde, aber wie kann man es denn einsetzen, um sein Bewusstsein zu erweitern, vielleicht sogar glücklicher zu werden? Geht das? Kann man das ganz gezielt machen? Ich denke, da kann man solche Zustände müsste man kultivieren. Und das ist, können eben Kulturen, die mehr Zugang dazu haben, die vielleicht auch offener gegenüber sowas sind, die können das leichter kultivieren. Wenn man sowas erstmal, wenn man eine Kultur hat, wo eigentlich nur das Wachbewusstsein was gilt. Primär und kultiviert wird.
Also ja. Stichwort PISA, was wir in der Schule lernen. Genau, da ist es schwierig, solche Bereiche, da weiß man erstmal gar nicht, der muss dann jemals wieder voll weiterkommen, dass man wieder lernen kann, wie sowas kultiviert werden kann. Also im Amazon ist das so, dass die verschiedenen Gruppen, die zum Beispiel DMT einsetzen, Ayahuasca, ein Getränk aus Lianen, das wirkt ganz kurzzeitig, halluzinogen, 15, 20 Minuten, dass die Gruppe, alle, die unter dem, quasi im Dorf unter dem großen Schirm Platz haben, kommen alle Monate dran. Die Leute versammeln sich dort, zuerst die Alten, dann die Jüngeren. Und so ab 16 bis 18 wird Initiation gemacht und bekommen diesen Trank und werden in der Gruppe angeleitet. Es schert niemand aus. Es darf niemand dieses Dach verlassen. Also einerseits der Boden ist die Weltschlange, die alles umfasst, und oben ist das Dach, der Himmel. Und sie liegen dann so da die ganze Nacht und träumen hinweg, nehmen dieses DMT alle 2-3 Stunden und das Ritual geht vielleicht 2-3 Tage. Andere trommeln, die dürfen nicht rein, sind dann spät wieder dran. Und so wachsen die Kinder in diese Kultur hinein. Das schafft ja auch eine große Verbindung. Also man hat keine Scham, sozusagen in so einem Zustand mit anderen zusammen zu sein. Also ich glaube, bei uns ist die Tendenz ganz stark, sich gerade in so einem Zustand also zu isolieren und zu sagen, oh, da will ich gar nicht, dass mein Nachbar was davon mitkriegt. Und wir es wird auch gedeutet, die wollen auf die Jagd. Die jungen Männer wollen den Jaguar sehen zum Beispiel. Und das ist eben das Symbol. Bei uns wäre es vielleicht, weiß nicht, irgendein Gott sonst oder Maria. Aber sie wollen die Tiere erleben. Sie wollen in die Tiere schlüpfen und wollen die Kraft des Tieres. Das ist ein ganz anderes Ritual als zum Beispiel, wie das heute genommen wird, ohne kulturellen Background. Was für mich ein völlig ungelöstes Problem ist, dass ja offensichtlich Meditation ähnlich zu ähnlichen Erfahrungen oder ähnlichen Zuständen führt. Jetzt gibt es Leute, die sagen, warum soll ich mich 20 Jahre vielleicht vergeblich anstrengen, diese Kensho, also dieses Einheitserlebnis mit der Natur, mit mir selber zu haben, wenn ich dieselbe Erfahrung machen kann, indem ich beispielsweise Psilocybin oder LSD einsetze. Ja, aber das stimmt doch einfach nicht. Man kann doch nicht einfach eine Droge nehmen und dann... Nee, nicht einfach. Ich bereite mich schon vor. Wie auf Knopfdruck eine mystische Welterfahrung nee, ich haben. Bin guten, das geht doch gar ich nicht. Ich bin ein guter Drogenuser. Ich erkenne, informiere mich sehr gut nach der richtigen Dosis, nach der richtigen Umgebung. Ich bereite mich mental darauf vor. Ich frage ein paar Leute, die sich auskennen. Also ich mache das richtig solide. Spricht da was gegen? Ja, ich glaube, Sie können es nicht provozieren. Es ist immer noch ziemlich viel Zufall da. Sie kommen an eine gewisse Grenze der Entgrenzung, aber da sind noch Mechanismen da, die Sie nicht geübt, so loszulassen wie die Leute, also die Schamanen, die das über Jahre machen, oder die Zen-Buddhisten oder die Yogi, die das auch üben mit der Atmung über Jahre und sich völlig gehen lassen können. Das sind schon zwei andere Formen des Eintretens und der Lenkung. Was würden Sie denn sagen als Wissenschaftler? Ist das biochemisch anders? Es ist natürlich so, dass die Leute, die über Jahre meditieren, andere oder gewisse Verbindungen im Gehirn werden ausgeprägter. Das ist, Hirn ist das ganz Plastisches. Ja. Ist nachgewiesen, konnte gezeigt werden und man verfügt darüber, bewusst. Der Drogenreisende ist immer noch ein bisschen ausgeliefert. Wenn er viel Erfahrung hat, wenn es vielleicht kombiniert mit Erfahrung, kann es ein bisschen besser steuern. Das wissen wir noch nicht. Aber es ist schon ein Unterschied. In der Kulturentwicklung finde ich ganz wichtig für diese Frage, die Sie jetzt hier aufgeworfen haben nach dem schnellen Glück, die Frage der Rituale. Ja. Nicht? Also in der Kulturentwicklung wurden Rituale geschaffen, die die Kraft der Gemeinschaft nutzen, um Menschen dabei zu helfen, sich aufgehoben zu fühlen, sich sicher zu fühlen und dann vielleicht auch risikobereiter zu sein. Und dann passiert natürlich auch nicht so leicht das, was wofür manche Angst haben, Horrortrips und Suchtentwicklung und Ähnliches. Ich möchte nochmal auf dieses Set und Setting zurückkommen, weil dieses Set, also es ist im Kopf, bei uns wird Rausch ganz viel mit Unsinn. Also da ist nicht viel Sinn damit verbunden. Und in anderen Kulturen, das ist eben per se, da kann man gleich diesen Zustand sehr viel Sinn zuschreiben. Wie sie es schon sagt, man hat diese Zustände und kann das auch gleich einordnen. Ich gehe jetzt
dem Jaguar auf Jagd oder macht da bestimmte Erfahrungen. Ich finde, bei uns ist doch schwierig. Rauschdroge eben nicht gut. Mhm. Halluzinogene sind keine berauschenden Drogen wie Bier oder Alkohol und Vernebeln, sondern es ist völlig anders. Mind Manifesting, wie Huxley gesagt hat, der Schriftsteller. Es kristallisieren sich Sachen heraus, auf die wir nicht so guten Zugriff haben im Alltagsbewusstsein. Ich versuche immer den Leuten zu sagen, es ist ein bisschen ähnlich wie Träumen, aber wir sind uns hundertprozentig bewusst mit einer gesteigerten Aufmerksamkeit, was wir träumen. Da kann man auch fliegen und sich drehen und luzides Träumen. Wunderbares Erleben. Aber, je nach Dosis. Ja, Träume schon. Sagen also, auch einige sind das, was wir, das, was Schafwetter und andere als Observer-Ego bezeichnen. Nicht? Also das beobachtende Ich, das beim Traum, beim luziden Träumen auch existiert. Ja, wo ich weiß, dass ich träume. Nicht? Klar, oder wenn ich im Kino sitze, weiß ich, dass das ein Film ist. Ja. Und so kann ich natürlich auch bei einem halluzinogenen Erlebnis wissen, dass ich gerade halluziniere. Mhm. Das hängt aber von der Dosis ab. Also bei psychedelischen Dosen, wenn man da 500 Mikrogramm LSD einwirft, dann ist das Observer-Ego weg. Jetzt sind wir bei sehr technischen Aspekten. Ich schlage vor, dass wir uns den nächsten Film mal angucken, weil es da ein bisschen mehr um die Funktionsweise und sozusagen wissenschaftlichen Background gibt. Wobei eine interessante Frage tatsächlich ist, wie wir wirklich Glückserfahrungen, das haben wir ja so zwischen den Zeilen auch angesprochen, von künstlichen Glückserfahrungen unterscheiden können. Das Problem ist, die sogenannten künstlichen Glückserfahrungen können nur deshalb als Glückserfahrungen wahrgenommen werden, weil sie sich derselben Mechanismen bedienen wie die wirklichen Glückserfahrungen. Etwas biologischer gesprochen, wenn es so viele Rezeptoren in uns gibt, die beispielsweise auf Cannabis oder Morphium reagieren, dann muss es erstens einen biologischen Sinn oder Nutzen haben, haben wir eben drüber gesprochen. Zweitens aber, noch wichtiger, diese Stoffe werden von uns selbst produziert, denn die Natur legt nicht auf bloßen Verdacht hin Hunderttausende von Cannabis-Rezeptoren in uns an. Wir sind gewissermaßen dafür gebaut, diese Stoffe zu benutzen und bewusstseinsverändernde Erfahrungen zu machen. Insofern sie körpereigen sind, könnte man sagen, bin ich also am Ende selber illegal, wenn ich sie produziere? Auch wenn es enttäuschend nüchtern klingt, der Rausch der Liebe ist zuallererst Biochemie. Verliebte sind im biochemischen Ausnahmezustand. Ein Drogencocktail durchflutet den Körper. Die Konzentrationen von Neurotransmittern ähneln beispielsweise denen von Zwangserkrankten. Verliebte erleben eine veränderte Realität und genießen sie. Für Franz Vollenweider und sein Forscherteam an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich stellt die unterschiedliche Wirkung körpereigener und zugeführter Drogen die einmalige Chance dar, jenen geheimnisvollen Prozess zu beobachten, wie das Ich und Wirklichkeit im Gehirn entstehen. Psilocybin und LSD sind chemisch sehr eng verwandte Substanzen, strukturell ganz ähnlich, also in ihrer Gestalt, und docken im Gehirn an Serotoninrezeptoren an. Da gibt es etwa 12. Und wir konnten zeigen, dass nur ein ganz bestimmter Subrezeptor angeworfen werden muss, stimuliert durch die Substanz, und dass dann eine Kaskade von Prozessen ausgelöst wird, die zu diesen Zuständen führen. Das funktioniert, weil die körperfremden Moleküle große Ähnlichkeit mit dem als Glückshormon bezeichneten körpereigenen Serotonin haben. Das als Ecstasy bekannte MDMA wiederum wirkt etwas anders. Es zwingt das Gehirn, große Mengen Serotonin auszuschütten. So ist die Sehnsucht nach Grenzerfahrungen eine Sucht nach körpereigenen Drogen. Die bekanntesten dabei die Endorphine. Sie unterdrücken Schmerz, Hunger und schaffen zusammen mit Adrenalin einen euphorischen Rausch, in dem der Körper Höchstleistungen vollbringen kann. Ihre Moleküle ähneln Opiumbestandteilen, sodass an den entsprechenden Rezeptoren Stoffe wie Heroin oder Codein ihre Wirkung entfalten können. Kokain wiederum blockiert Rezeptoren. Der Austausch von Neurotransmittern wird gestört. An den Kontaktstellen der Nervenzellen steigt der Pegel vor allem der Botenstoffe Dopamin und Noradrenalin. Darin besteht der große Unterschied zu den serotonergen-halluzinogenen Substanzen.
Sie sind körperlich eigentlich auch nicht so gefährlich. Man müsste enorme Dosen nehmen, dass das körperlich gefährlich wäre. Hingegen bei Kokain oder Heroin entstehen Abhängigkeiten, es entstehen Süchte, ein Verlangen, diese wieder zu nehmen. Das ist, da grenzen sich die Substanzen sehr stark ab voneinander. Rausch im Dienste der Wissenschaft. Zwar machen Halluzinogene wie LSD nicht körperlich abhängig, aber wie die Zürcher Experimente zeigen, ist ihr Eingriff in unsere Hirnchemie ungleich radikaler. Das lässt sich im Positronen-Emission-Tomographen raumzeitlich vermessen. Die sogenannten bewusstseinserweiternden Substanzen beeinträchtigen unter anderem die Filterleistung des Thalamus. Das Großhirn wird mit Reizen überflutet, alte Erinnerungsspuren werden reaktiviert und das Gehirn versucht, das Chaos zu deuten. Man hat auf einmal mehr innere Reize, zum Teil dadurch, dass die Sinnesorgane uns intensiver Informationen liefern aus der Umwelt. Andererseits aber auch, dass das Gehirn, das Großhirn erregt wird durch diese Substanzen, ohne äußere Reize auch. Und dass das dazu führt, dass das kohärente Ich, dass ich das so flexibel ist und uns erlaubt, innen und außen zu begreifen und zu sagen, das bin ich, das ist draußen. Diese Grenze lockert sich langsam, sehr schwierig zu verstehen. Man hat das Gefühl, man verschmilzt mit der Außenwelt. Das sogenannte subjektive Erleben ozeanischer Entgrenzung zeigt eine Übererregung des Stirnhirns, während ältere Hirnregionen deaktiviert werden. Bei der sogenannten visionären Umstrukturierung erscheinen Halluzinationen bei einer Überaktivität von visuellen Arealen. Die massive Reizüberflutung überfordert die Integrationsfähigkeit des Gehirns. Das Gehirn schafft es nicht mehr, eine logische Realität und ein definiertes Selbst zu generieren. Also für mich war eigentlich gerade, als ich gelernt hatte, dass solche Substanzen diese Ich-Auflösung machen können, dieses Gefühl von kosmischer Einheit, das hat mich sehr fasziniert. Aber was heißt Einheit? Was heißt Körperabgrenzung? Was haben wir für Weltmodelle? Und sicher das Modell der Psychologie, dass wir ein Ich haben, an das habe ich eigentlich nie so richtig geglaubt. Eigentlich war mir eigentlich schon recht früh bewusst, ich glaube, wir konstruieren das Ich. Und das hat mich sehr fasziniert. Die Welt der Drogen zeigt, wie dünn das Eis ist, auf dem unser Selbst sich immer wieder neu konstruiert. Unsere Wirklichkeit hängt ab von einem Gemisch aus Chemie. Die Erforschung dieses Chemiebaukastens wirft zwangsläufig tiefgreifende philosophische Fragen auf und hinterlässt selbst bei den nüchternsten Experten bis heute mehr Staunen als Wissen. Also auch wenn sich das Ich ja immer wieder neu konstituiert und von vielen äußeren Faktoren abhängig ist, haben wir ja eine unglaubliche Angst um dieses Ich. Und eine Frage, die immer wieder gestellt wird, stimmt das denn wirklich, dass halluzinogene Stoffe nicht süchtig machen? Ja, so wie wir das heute verstehen, machen sie nicht süchtig, sondern sie machen tolerant. Das heißt, wenn ich einen Stoff heute nehme, habe ich eine Wirkung, am nächsten Tag habe ich keine Wirkung. Und das wäre eine natürliche Notbremse, also der Körper schaut sofort, ja okay, jetzt hat es gewirkt, die Rezeptoren, wo die andocken, die Stoffe, werden runtergefahren und der Körper kann sich erholen. Das weiß man schon lange, das ist keine neue Entdeckung. Was uns eher interessiert ist, ob das langfristig interessant ist, ob das ist eine Plastizität, ob man das auch nutzen kann. Zum Beispiel bei der Angstforschung weiß man, dass diese bestimmten Rezeptoren zu viel da sind, bei bestimmten Angstpatienten könnte man auch die Moleküle umbauen und diese Sache gezielt einsetzen und so weiter. Das sind Forschungsfragen, die wir haben. Es gibt da noch einen anderen Grund. Halluzinogene wirken häufig verzögert, also nicht sofort. Das dauert manchmal ziemlich lange. Kann auch 2-3 Stunden dauern, ehe die wirken. Und dann manchmal ein bisschen subtil und auch nicht verlässlich. Also man kann nicht vorher genau sagen, was passiert. Das kann man bei Bier zum Beispiel auch nicht immer genau, aber doch leichter sagen. Bei Halluzinogen kann man das definitiv nicht. Also man weiß nicht unbedingt, wo man hingerät und wie der Rausch sein wird. Und er ist eben sehr verzögert, er kann sehr subtil sein. Leute, die Drogen nehmen, um schnell woanders hinzukommen, sich besser zu fühlen, für die ist das nicht das Richtige. Die wollen ja schnell und auch wollen auch wissen, wo sie hinkommen.
Eine Frage, die uns in der Psychiatrie sehr beschäftigt, ist, Halluzinogene führen ja nicht nur zu einer Toleranzentwicklung, so in dem Sinne, wie du das eben beschrieben hast, ne? Also dass man nicht mehr so stark reagiert auf dieselbe Dosis ein paar Tage später, sondern es gibt ja auch die sogenannte drogeninduzierte Psychose. Ja, also wo offensichtlich Kontrollmechanismen des Gehirns außer Kraft gesetzt werden durch die Einnahme halluzinogener Substanzen. Nicht? Also das ist ein großes Problem für die Psychiatrie. Mhm. Es gibt viele Psychiater, die deswegen psychoaktive Substanzen hassen, wie die Pest, weil die immer diese verunglückten Fälle sehen. Ja? Also immer diese Menschen, die das nicht mehr unter Kontrolle gekriegt haben und dann tatsächlich als Patienten in der Psychiatrie landen. Und das größte Problem dabei ist, dass man das auch nicht vorhersagen kann. Bis jetzt. Ich glaube, das ist gerade das, was heute geforscht wird. Was gibt es für Anzeichen, Prädiktoren, wie wir das nennen, im Gehirn genetisch und so weiter, dass gewisse Leute dazu neigen, langanhaltende Nachschwankungen zu haben. Also die Rate, dass Leute LSD nehmen im normalen Rahmen und dann schizophrenartig, psychotisch werden über lange Zeiten, diese Rate ist unter 1%. Also sehr gering. Die natürliche Rate ist eben auch nur etwa 1%. Also, naja, was nützt dir die Statistik, wenn du selber betroffen bist? Also, natürlich. Ich will das hochrechnet, sagen, sind das Hunderte oder sogar Tausende von Menschen. Was nichts, also ich will das jetzt nicht schönreden, was natürlich nichts im Vergleich zur Alkoholabhängigkeit ist. Kann man nicht vergleichen. Es gibt noch Schlimmeres. Ja, es gibt immer noch etwas Schlimmeres. Weil man gerade hier bei dieser Forschung relativ viel weiß. Ja. Aber ich glaube, man kann es nicht abstützen, wissenschaftlich. Ich bin mir nicht sicher, ob es so viele Fälle gibt. Also, die sind nicht aufgetaucht in der Statistik. Also bis jetzt habe ich die nicht gesehen. Das heißt nicht, dass man das unter den Tisch wischen darf, aber man muss es im Auge behalten. Also die Mechanismen der Entstehung einer drogeninduzierten Psychose sind relativ schlecht erforscht. Das ist völlig richtig, was du sagst. Aber dass es das Phänomen gibt, ist unbestritten. Also uns wird man wahrscheinlich oder mir den Vorwurf machen, dass wir sowieso viel zu wenig über die negativen Aspekte hier reden. Deswegen aber das ist auch das nicht ja klar. Aber das ist auch nicht jetzt für mich jedenfalls nicht Ziel der Sendung, wobei Sie völlig recht haben, darüber nachzudenken. Was mich viel mehr interessiert im Moment jedenfalls ist, dass es hier offensichtlich Hinweise gibt, dass man so eine Erfahrung ein, zwei, dreimal macht und dann hat die einen nachhaltigen Effekt auf das Leben. Also man verändert danach seine Wahrnehmung, nimmt Situationen, nimmt Menschen, Natur und so weiter nachhaltig anders wahr. Kann man das erklären? Es gibt auf alle Fälle, das möchte man, wenn wir schon mal der Sucht gewesen sind, gegen Süchte helfen diese Erfahrungen anscheinend sehr gut. Da gibt es ja aus vielen indigenen Gesellschaften Beispiele, aber auch wir haben jetzt auch immer mehr Beispiele. Ayahuasca, wenn Sie das sagen, zum Beispiel. Und das liegt wohl daran, dass also so neue Erfahrungen gemacht werden können, wo man vielleicht auch die auch gar nicht angenehm sind und die einfach nicht nur freudlos sind, wo man aber sehr vielleicht auch sich selber anders sieht und dass man jedenfalls durch diese Erfahrung, die vielleicht ein oder zwei oder dreimal gemacht werden, auf einmal sein Leben so weit umstellen kann, dass man jetzt vielleicht Süchte auch sein lassen kann. Das ist relativ häufig. Das kann sogar in der Technopartykultur eine ganz große Rolle spielen. Sie haben jetzt gefragt, was kann da langfristig wirken? Ja. Ne? Ja, das ist ja gerade nicht so. Wir haben das untersucht. Wir haben ganz viele Interviews gemacht mit jungen Leuten, die im Zusammenhang mit Technopartys Drogen einnehmen, vor allem Ecstasy, also MDMA. MDMA, was ja auch in der Psychotherapie eingesetzt worden ist in der Schweiz, MDMA. Ne? Das ist genau dieselbe Substanz, mit der man Nähe erlebt positive Grundempfindung von Einfühlung, von Freude miteinander und so weiter erleben kann. Und das wird bei diesen Technopartys im Zusammenhang mit Musik, mit Bewegung, mit Rhythmus und so weiter ja noch potenziert. Mhm. Und wir haben also Interviews gemacht mit jungen Leuten, die sagen, dass da so Erfahrungen für sie stattgefunden haben, die ganz nachhaltig ihre Einsamkeit überwunden haben. Also sie haben so intensive Gefühle von Wir, von Wir-Gefühl da erstmals erlebt, dass das nachhaltig ihre Beziehung zu anderen verändert hat, im positiven Sinne.
Das ist wahrscheinlich jetzt eine blöde Frage. Ist das eine neurochemische oder ist das eine seelische Veränderung? Das ist ja nicht zu trennen. Ja, Oxytocin spielt da eine große Rolle. Nicht? Das, das ist das Bindungshormon. Das Bindungshormon, ja. Ja. Also was zum Beispiel die Mutter, die werdende Mutter ja, was hat, die Wüstenspringmaus monogam macht. Ja, das wird durch MDMA mitstimuliert. Ja. Ne? Das scheint so. Ich glaube, man kann es nicht unterscheiden, ist es jetzt die psychologische Seite, die inhaltliche, das Erlebnis oder ist es die Biochemie, es ist ja alles letztendlich eins, es ist grenzenlos, die Chemie geht in die Erfahrung über. Ich glaube aber, dass was viele Leute enorm trifft, ist dieser Perspektivenwechsel. Seit Geburt haben wir das Gehirn trainiert, alles rational zu erklären, zu lernen, ineinander überzuführen und jetzt auf einmal wird das weggenommen. Das ist einfach überwältigend, oder? Dass man die Welt wieder mal ganz anders sieht, ganz spontan, so wie ein Kind über ein Feld zieht, aber nicht weiß, dass eine Blume sind, einfach Farben. Oder? Mhm. Und ich glaube, das ist fast eine Schockwirkung. Und das Zweite ist, die Leute, die etwas tiefer erleben, es ist existenziell. Diese Verlustigkeit vom kontrollierenden Ich, das ist so etwas wie hineingehen in das, was wirklich ist. Mhm. Das ist schwierig zu beschreiben. Mhm. Huxley hat gesagt, man wird zum Spiegel. Es spiegelt in einem sich alles so, wie es ist. Und das ist eine Art Befreiung. Und das ist in vielen Kulturen beschrieben. Die Frage ist, ob alle das ertragen, ob sie damit umgehen können und das auch nutzen. Da bin ich sehr skeptisch, oder? Was uns zum letzten Film bringt, nämlich den Einsatz von Halluzinogenen zum therapeutischen Nutzen. Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt es zum therapeutischen Einsatz von Drogen? Tödliche Therapie. 2009 kommt es in Berlin zu einem tragischen Zwischenfall. Zwei Menschen sterben während einer Therapiesitzung durch einen Drogencocktail. Die Verwendung von psychoaktiven Substanzen war nicht nur illegal, der Therapeut selbst stand unter dem Einfluss von LSD, verlor die Kontrolle und verabreichte Überdosen eines weitgehend unbekannten Drogengemischs. Die Berliner Tragödie beruht auf einer dramatischen Fehleinschätzung des verantwortlichen Therapeuten. Erfahrungen damit hat der Schweizer Psychotherapeut Peter Gasser. Er hatte im Rahmen eines Forschungsprojektes die offizielle Erlaubnis, LSD zur Behandlung von Angstpatienten einzusetzen. Dieser Therapeut sicher falsch gemacht hat, ist, dass er unsorgfältig war bei der Zuteilung der Dosierungen der Substanzen. Ich glaube, er hat auch selber eben Substanz genommen und dann hat er Substanzen kombiniert auch, die man besser nicht kombinieren sollte. Das war ein weiterer Fehler. Es war ja auch illegal, oder? Es war keine bewilligte Therapie. Peter Gasser konnte zeigen, dass eine sichere und erfolgreiche substanzunterstützte Psychotherapie möglich ist. Allerdings wurden die Probanden nach strengen Maßstäben ausgewählt. Patienten mit psychischen Instabilitäten und Psychosen wurden von vornherein ausgeschlossen. Wir haben ein Verbot von über 30 Jahren, eigentlich von, sag ich mal, 1973 bis jetzt 2007 gibt es gar nicht praktisch. Nein, es gibt therapeutisch, in der therapeutischen Forschung gar nichts. Und jetzt, ich meine, was ich gemacht habe, das ist eine tolle Sache, aber das steht weltweit auch ziemlich isoliert da. Also wir haben noch ganz wenig Informationen und das, der Wiederbeginn der Forschung ist entsprechend sehr zögerlich. Es bleibt die Angst vor dem Horrortrip. Allerdings wären nur rund 5-10% der Menschen nach Einschätzung der Experten durch psychoaktive Substanzen gefährdet. Warum es zu sogenannten Horrortrips oder, wie es in der Forschung heißt, zur angstvollen Ich-Auflösung kommt, ist bisher noch nicht vollständig geklärt. Diese Frage beschäftigt auch die Forscher an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. Schwierig zu klären, denn die bildgebenden Verfahren können nichts über das persönliche Erleben der Probanden im Rausch zeigen. Das Erste und Wichtigste, was wir wissen, ist die Dosierung. Die Leute nehmen zu viel solche Substanzen, zu große Mengen. Zweitens muss man emotional stabil sein. Wir selektieren die Probanden, die wir studieren in Experimenten sehr gut, dass sie eine emotionale Stabilität mitnehmen. Wir konnten zeigen, aber auch andere, dass es
Persönlichkeitsfaktoren sind, die eben das Erleben mitbestimmen. Dann gibt es aber auch noch genetische Faktoren, vermuten wir. Wir sehen, wenn wir ganz bestimmte Analysen machen, dass es Leute gibt, die haben bestimmte genetische Voraussetzungen, die reagieren stärker auf Halluzinogene. Der Proband bekam Psilocybin. Im Zentrum der aktuellen Studie steht das mögliche Potenzial dieser Substanz als Medikament gegen Depression. Es konnte bereits gezeigt werden, dass mittlere Dosen langfristig emotionale Prozesse verbessern können. Die Forscher wollen verstehen, warum dies so ist, welche Patienten in Frage kommen und wie sich eine genaue Dosierung abschätzen lässt. Des Weiteren geht es darum, durch chemische Veränderung des Psilocybin-Moleküls oder Substanzkombinationen die halluzinogene Wirkung abzuschwächen, ohne die emotionale Wirkung zu senken. Aber bisher weiß man noch zu wenig und die Probanden erleben weiter ihr ganz persönliches Hirnkino. Ich habe die wildesten Muster gesehen, die sich ständig verändert haben. Und ich habe auch religiöse Sachen gesehen. Ich habe Maria gesehen und ich bin eigentlich überhaupt nicht gläubig und habe mich selber erstaunt, was da alles in mir eigentlich hochkommt, wenn ich diese Substanz genommen habe. Ein deutsch-amerikanisches Forschungsprojekt testet momentan die Anwendung von Brom-LSD gegen Clusterkopfschmerz. An das Molekül wird ein Bromatom gebunden. Damit verliert die Substanz ihre halluzinogene Wirkung. Eine weitere Frage, die die Forscher beschäftigt, wie ist es möglich, dass Ich-Entgrenzungszustände auch durch Reizentzug wie bei Meditation ohne Halluzinogene erreicht werden können? Die Aktivitätsmuster im Gehirn zeigen eine große Ähnlichkeit mit der durch Psilocybin erlebten ozeanischen Entgrenzung. Wir verstehen da sehr wenig. Wir wissen nicht, wie das in der Meditation eigentlich aufgebaut wird über Jahre. Wir denken, es sind plastische Vorgänge. Man sieht, dass die Hirnstrukturen ein bisschen anders sind, dass die bestimmte Verbindungen ausgeprägter sind. Aber wir verstehen sehr wenig über die Chemie von Meditieren. Das wurde noch nie untersucht, ob die ein unterschiedliches Serotonin-Level haben. Keine Ahnung, das wissen wir leider nicht. Therapeuten wie Peter Gasser, die in ihrer Arbeit täglich mit dem Leid von Patienten konfrontiert sind, beklagen, dass in den letzten Jahrzehnten zu wenig geforscht wurde. Wohl eher aus politischen und wirtschaftlichen als aus medizinischen Gründen. Es ist auch eine Substanz, die nimmt man nur einige wenige Male ein. Ich glaube, da hat die Pharmaindustrie auch nicht so ein Interesse halt an Substanzen, dass man nur 3, 4 oder 5 Mal im Leben einnimmt. Und andere Substanzen, die nimmt man ja täglich ein. Also das sind schon große Unterschiede. Auch ja, der Ruf ist halt immer noch schlecht. Ich denke, Firmen würden auch, oder auch universitäre Institute, die fürchten halt auch ein bisschen um ihren guten Ruf, wenn sie da einsteigen würden. Ein bedauerlicher Zustand. Denn die Potenziale dieser Substanzen für Medizin und Therapie scheinen weit größer als allgemein vermutet. Und die Forschung bleibt untrennbar verknüpft mit der Suche nach unserem Ich und wie die Welt entsteht, die wir sehen oder zu sehen glauben. Es gibt eine Menge Forschung. Sie hat mit dem Ich zu tun, was diese Forschung super interessant macht, finde ich. Gibt es denn eine Chance oder glaubt man, dass man diese Substanzen sozusagen verfeinern kann? Also Zeiträume verkürzen, sowas. Das ist ein ganz wichtiges Ziel unserer Forschung. Einerseits zu verstehen, was die Substanzen machen. Sie modulieren die Emotionen in eine positive Richtung. Kann man das nutzen? Kann man das noch verfeinern wie eine Küche? Kann man das Molekül umbauen? Das sind schon Gedanken, die wir uns ernsthaft machen. Kann man es ein bisschen verändern und da ist es kurzwirksam, gezielter und so weiter. Sie sind da ganz optimistisch, ne? Ja, weil wir sind dran. Ja, es gibt es gibt allerdings leider auch den Gegenpol, also dass es dann natürlich auch Interessen gibt, die Drogen weiter verfeinern in Richtung auf Abhängigkeitspotenzial und ähnliches. Ne? Teuflisches. Das gibt es ja. Wissenschaftler reden ja in der Regel nicht darüber, dass sie solche Erfahrungen gemacht haben, wobei es zu ihrem Setting ja gehört, dass diejenigen, die Experimente machen, selber auch Erfahrungen haben. Dasselbe gilt natürlich für Psychotherapeuten beispielsweise. Wird sich da was ändern? Ich kenne eine große Anzahl von Psychotherapeuten, die heimlich solche psychoaktiven Substanzen nehmen. Ja, es ist ja illegal. Aber einen klassischen Psychoanalytiker werden Sie wahrscheinlich schwer, also ist meine These, schwer bewegen können,
LSD zu nehmen. Ich würde auch niemals versuchen, irgendjemand zu bewegen, eine psychoaktive Substanz zu nehmen, auch keinen Psychotherapeuten. Aber ich glaube persönlich, dass das eine Anwendungsmöglichkeit in der Zukunft sein wird, also psychoaktive Substanzen gerade in der Therapeutenausbildung auch einzusetzen, weil die Arbeit mit veränderten Bewusstseinszuständen, die Patienten ja haben, in der Psychotherapie immer eine ganz große Rolle spielt. Nicht? Und so hat ja auch LSD damals angefangen, als das noch Delusit hieß von Sandow. Ja, das haben wir eben im Film gesehen. Nicht? War eine der Anwendungsgebiete, war ja gerade die Selbsterfahrung von Psychotherapeuten. Was mich zum Schluss noch sehr interessiert, ist, es gibt immer wieder Berichte über die Anwendung von LSD, gerade also mit, wie man so schön sagt, finalen Tumorpatienten in der Palliativmedizin. Mhm. Das klang auch in den Filmen immer wieder an, dass offensichtlich die Einnahme von LSD beispielsweise und Psilocybin die Angst vor dem Sterben reduziert. Was ja abgesehen von der Schmerzreduktion, die es auch gibt, eine sehr positive Auswirkung wäre. Das sind jahrelange Untersuchungen von Stanislav Grof ja gewesen, die weltbekannt sind. Da gibt es auch jede Menge Publikationen drüber. Ich nehme allerdings an, dass sich das nicht ausweiten lässt. Das ist etwas für einen ganz kleinen Kreis von Menschen und auch von Psychotherapeuten. Mhm. Das wird sich niemals durchsetzen. Also nichts, dass man jetzt klinisch irgendwie... Man muss viel zu viel wissen als Therapeut, um verantwortungsvoll solche Einsatzmöglichkeiten überhaupt auch mal auszuprobieren. Es laufen mit John Hopkins zwei solche Studien mit Krebspatienten und in Los Angeles. Aber wie Rolf Ferres sagt, es sind kleine Gruppen, sehr selektierte Patienten, sehr die eben sonst nicht angesprochen haben auf Schmerztherapien. Mhm. Und es ist dieses Gemisch von Weltschau und Loslassen und sich mit dem Tod, dem kommenden Tod neue Gedanken zu machen, wo stehe ich und wie ich dieses Loslassen, das den Patienten hilft. Ganz Schluss, zum Schluss noch, gibt es dafür, gibt es das bei indigenen Völkern? Unbedingt, ja, auf jeden Fall. Also in der Suchttherapie ist es sehr bekannt, gibt es viele Beispiele. Und natürlich, naja, so terminale Krebspatienten oder so hat man da natürlich nicht viel untersucht. Klar. Okay, dann ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sie, meine Damen und Herren, finden weitere Informationen wie Buchtipps und auch vertiefende Interviews auf unserer Internetseite www.dreisat.de/skobel. Klar geworden ist, so hoffe ich, dass unsere Wirklichkeit nicht einfach die Wirklichkeit ist, sondern eben unsere. Sie ist immer begrenzt durch kulturelle Vorgaben etwa, aber auch durch unsere Hardware, durch unseren Geist. Diese Grenzen können verschoben werden. Die Mittel dieser Verschiebung sind sehr unterschiedlich, reichen von Extremsport über Meditation und Sex bis eben hin zur Einnahme von psychoaktiven Stoffen. Albert Hoffmann, der Entdecker des LSD, bemerkte in seinen Reflexionen, es gibt Erlebnisse, über die zu sprechen, die meisten Menschen sich scheuen, weil sie nicht in die Alltagswirklichkeit passen und sich einer verstandesmäßigen Erklärung entziehen. Mit der Feststellung hat Hoffmann, wie ich finde, recht. Und die Folgerung kann eigentlich nur sein, mehr offener und präziser darüber zu sprechen. In diesem Sinn, schönen Abend mit Ihren offenen Pforten der Wahrnehmung.